Und dann siehst du dich mit so Situationen konfrontiert, dass du im Coop bist und etwas gekauft hast und nachher willst du kontaktlos zahlen und nachher heisst das Saldo zu klein. Und nachher bist du so dort und musst so das Ding wieder zurück tun. Sehr peinlich. Also jetzt ist Anfang 2020. Ich bin der Mio, 27. Und ich muss endlich lernen, mit Geld umzugehen. Es ist Ende 2020. Ich habe das Jahr versucht zu sparen. Und so ist es ergangen. Ich tue dieses Jahr inshallah meinen Bachelor abschliessen. Und dann werde ich den Master machen in Freiburg. Und ich ziehe auf Bern. Ich werde nicht mehr so viel arbeiten. Und für das muss ich mega viel Geld sparen. Ja, ich habe den Bachelor gemacht, alhamdulillah. wie ist das gegangen mit dem Sparen? Wie soll ich sagen, ich habe es nicht so geschafft. Ich muss 1000 Stutz im Monat sparen. Also ich habe auch überhaupt keinen guten Umgang mit Geld. Und ich habe halt bis jetzt so von der Hand ins Maul gelebt und habe gar keinen erspart. Also ich konnte doch schon ein bisschen Geld auf die Seite tun und das ist nachher drauf gegangen für meine Autoprüfung. Das hätte ja auch niemand können wissen, dass ich 3-mal eine Autoprüfung machen muss. Es hat schon auch so Situationen gegeben, so fuck, ich habe wirklich gar kein Geld mehr und es ist noch 2 Wochen, bis der Lohn kommt und nachher tust du dich irgendwie so durchmogeln. Du gehst dort essen, gehst mal wieder zu deinen Eltern essen oder ein bisschen öfter. Ich bin jetzt schon in einem Alter, wo man vielleicht müsste langsam lernen, wie man mit Geld umgeht, auch wenn es mich super anschießt. Ja, es ist das hat sich eigentlich nichts verändert. Das nervt schon, dass ich mir immer bei jedem Schritt in meinem Leben überlegen muss, ja, wie soll ich das finanzieren. Aber hey, bis jetzt hat es funktioniert. Ich habe keine krassen Schulden. Also ich bin safe. So. Ich glaube, es ist so ein Problem vor allem von mir oder so Leuten mit dem gleichen Hintergrund. Dem hohen Migrations- und Gastarbeiter-Hintergrund. Meine Eltern haben jeden Franken umgedreht. Und es ist wirklich, sie schauen so krass aufs Geld. Und ich habe einfach so keinen Bock auf das. Ich will nicht so leben. Es ist alles so ungewiss. Ich weiß nicht, ob ich sofort einen Job kann haben in Bern, ob ich überhaupt die Kapazitäten habe, um zu arbeiten. Ah ja, ich habe ohne Probleme einen Job gefunden. Super Job, 20% bietet sich super an, um nebenbei zu arbeiten. Ich bin in der Ausbildung zum Sonderpädagoge. Ich habe jetzt ein Stipendium bekommen für das ganze nächste Jahr. Irgendwie funktioniert es einfach immer. Ich will wirklich irgendetwas machen, wo ich mich gut fühle dabei, wo ich jeden Tag gerne dort hingehen kann. Das ist Priorität 1 überhaupt in meinem Leben. Vielleicht deswegen spielt Geld auch nicht so eine grosse Rolle. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich das alles schaffe dieses Jahr. Die Ziele, die ich mir gesetzt habe, ich muss sie erreichen. Ich glaube, sonst gehe ich in ein Loch. Man geht Herz auf für mein Selbstwertgefühl. Ja, gut, also weißt du, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie 10'000 Stutz zu sparen, aber ich habe es geschafft. Ich habe den Bachelor gemacht, ich bin auf Bern gezogen, ich habe mit dem Masterstudium angefangen. Ich wohne jetzt alleine in einer Wohnung. Also ich konnte auch schlecht alleine sein vor diesem Jahr. Und jetzt kann ich auch mal 4 Tage alleine sein. Und ich finde es super. Also in meinen Augen habe ich das schon geschafft. Ich habe Anfangsjahr hatte ich so einen Druck, den ich mir selber aufgebaut habe. So einen Stress von, hey, du tust jetzt sehr viele Sachen umwälzen in deinem Leben, aber du bist finanziell nicht abgesichert. Du weißt noch nicht, wie das finanziell aufgehen soll. Und trotzdem stehe ich jetzt Ende Jahr da und es hat sich alles ergeben. Und es ist alles gut gekommen. Und ich glaube, es kommt nur gut.